Beckens wird deutlich. Die lösende Kraft des Wassers schafft wellige, raue und zackige Formen. Der Tiefenmesser zeigt 28 Meter, korrigiert sind das 32 Meter. In diesem Bereich droht Tiefenrausch. Denn im Blut löst sich Stickstoff im Übermaß, das wirkt narkotisierend, Gedankenflucht und Entscheidungsschwäche sind die Folge. Den Tiefenbereich vor der Donauhalle durchtauchte Hasenmeier erstmals 1969. Hinter dem scheinbar zufälligen Auf und Ab der Blauhöhle begann Hasenmeier schon damals eine große, durchgehende Urhöhle zu erkennen. Durchgezogen ist die Grundlinie dieser vermuteten Urhöhle, gestrichelt ist deren Höhlendecke. Am Beispiel des Höhlenabschnitts zwischen Hochland und Wolgenhalle wird deutlich, wie Hasenmeier sich die Entwicklung der Blauhöhle vorstellt. Die sei die wassererfüllte Urhöhle. Als die Donau während der Risseiszeit das Blaubeurener Tal eintiefte, senkte sich auch der Wasserspiegel im Inneren der Alb ab. Die Höhlendecke wurde ihrer Stütze beraubt, abschnittsweise brach sie nach. Als später das Blaubeurener Tal aufgeschottert wurde, begann der Karstwasserspiegel wieder zu steigen. In den Trümmerbergen setzte sich Schlamm ab, der heutige Höhlenverlauf bildete sich heraus. Wo die Kamera unmittelbar über dem Grund geführt wird, kann man die Schlammauflage erkennen. Die Rippelmarken hat das letzte Hochwasser hinterlassen. Die Scheinwerfer vermögen die Wolkenhalle nicht auszuleuchten. Sie ist 15 Meter breit und bis zu 10 Meter hoch. Nach solchen Schlammwolken hat die Wolkenhalle ihren Namen. Im Kirchturm steigt der Höhlengang der Blauhöhle von minus 30 Meter auf minus 11 Meter hoch. Auffällig sind die rostfarben überhauchten Kalke des weißen Jura-Delta mit lackschwarzen Eisen- und Manganoxidkrusten.
Bei jedem Vorstoß legte Jochen Hasenmeier einen Führungsdraht als Orientierungshilfe aus. Das ist der Draht. Und das die 500-Meter-Marke. Soweit ist er jetzt vom Grunde des Blautopfs entfernt. Die 300-Meter-Kassette in der Kamera dokumentiert alles, auch jeden Fehlgriff. Sie haben sich wieder, der Taucher und seine Kamera. Seit 2 Stunden gleiten sie durch das Reich der schönen Lau, durch deren Kammern und Säle, über Treppen und Stufen, durch eine unwirklich schöne, aber drohende Welt. Hinter der Wolkenhalle ändert sich der Höhlencharakter erneut. 300 Meter weit wird die Höhle kleinräumiger. Hier hat das Wasser während der letzten Eiszeit neue Wege gesucht. Bei 870 Meter erreicht der Forscher einen Bereich, in dem sich die große Urhöhle so gut wie unverändert erhalten hat. Ab 1000 Meter wird er neuen Führungsdraht auslegen. Von dort aus dringt er in einen Höhlenabschnitt vor, den nie vorher ein Mensch gesehen hat. Das ist das Anfangsstück der Engstrecke nach der Wolkenhalle. Auch dieser Abschnitt beginnt mit einer Düse. Auch hier tanzen Gerölle im Hochwasserstrom. Kartoffeldüse hat sie Jochen Hasenmeier genannt. Es war wohl die Form und die Farbe der Gerölle, die den Namen lieferten. Immer neue Bilder aus einer Welt, die nie zuvor ein Mensch sah, die nur wenige jemals erreichen können. Auf einem kurzen Abschnitt besitzt die Höhle 2 Stockwerke. Das obere ist eng, aber verhältnismäßig schlammfrei. Der rechte Platz für eine planmäßige Zwischenlandung. Die Schlepperei, das Filmen mit der Kamera, hat Zeit gekostet und mehr Luft als ich dachte. Manometer kontrollieren, 1/4 der Luft ist verbraucht. Seit 2,5 Stunden hängt mein Leben an den Lungenautomaten. Atemzug für Atemzug. Kurs Nordwest, 28 Meter Tiefe. Die dicken Handschuhe,
erschwerender Schreiben. Doch die dünne Gummihaut, in der ich stecke, umschlossen vom Wasser, durch sie fühle ich den Druck der nasskalten Bedrohung, in der mein Atem verblubbert. ...200 Meter Felslasten über mir. Die 1000-Meter-Grenze ist überschritten. Nach 3 Stunden ist die große alte Höhle erreicht. Doch das Reich der Lau ist größer als geahnt, kein Ende ist zu sehen. Jochen Haselmeier beendet den Vorstoß und schwimmt zurück. 3 lange Stunden bis zum Blautopf. Hallihallo. Der ganze Grathof, hm? Boah.
hast du da gesagt, es war Luftschule. So. Das gab eine Überraschung. Unter Wasser. Bei 1250 Meter. Das habe ich nicht erwartet. Aber dann der Wörige höchstpersönlich. Aber jetzt wird er nicht gemacht, der Freund. So. Jetzt kann man was erzählen. Aha, grüß Gott. Alles los. Ich möchte gerne was wissen, ne? Ja, erzählen Sie mal. Vom Endpunkt 83 waren es nur 100 Meter. Ganze 100 Meter. Von der Theorie zur Wirklichkeit sozusagen, ne? Die Überraschung, nach den 100 Metern, Tropfsteine, unter Wasser, in 3 Meter Wassertiefe. Das sollte trocken gelegen haben, vor langer Zeit. Und drüber ein Wasserspiegel, aufgetaucht, ein langer See, eine hohe Halle, ein richtiger Felsdom und das soll Mörike-Dom heißen. Und das wär's, ne? Nach 24 Jahren. Der Erfolg. Der optische Beleg endlich. Tja. Und nach so langer Zeit ist die erste lufterfüllte Halle von dem Großhöhlensystem, was ich immer suchte. Was wollen wir mehr? Ja, was wollen wir mehr? Nun sitzen Sie bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Hasenmeier. Guten Abend, Herr Wagner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen Ihnen heute Herrn Jochen Hasenmeier vorstellen, den Höhlentaucher und Höhlenforscher. Er sitzt gleich in zweifacher Ausführung da, einmal in seinem Tauchanzug und einmal leibhaftig. Herr Hasenmeier wird uns heute von seiner Arbeit berichten, von seinen Entdeckungen, vor allem aber von seinen Tauchexpeditionen in die wassererfüllten Höhlen und tief unter der Schwäbischen Alb hinter dem Blautopf bei Blaubeuren. Als zweiten Studiogast begrüße ich Herrn Professor Dr. Frank Westphal vom Institut für Geologie und Paläontologie der Universität Tübingen. Das klingt alles ein bisschen wissenschaftlich. Vielleicht können Sie etwas populärer Ihr Tätigkeitsfeld umschreiben. Ja, in der Geologie bemühen wir uns darum, zu erforschen die Geschichte der Erde, den Bau der Erde, die Entwicklung unserer Landschaft, beispielsweise auch der Schwäbischen Alb, während wir im paläontologischen Bereich uns mit der Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt auf der Erde beschäftigen, was heute Abend wohl nicht so sehr wesentlich sein wird. Ja, das ist wahr. Herr Professor Westphal wird uns in einem späteren Kapitel unserer Sendung als Fachwissenschaftler zur Klärung einiger Fragen helfen. Herr Hasenmeier, auf Ihrem Briefkopf steht das beeindruckende Kunstwort Speleonautik und dann Höhlenbefahrungstechnik, Unterwasserarbeiten, Unterwasserdokumentation. Was ist das alles? Das ist ein neuer Beruf. Speleonaut heißt es vornehm im Ausland. Hier in Deutschland ist es noch nicht durchgedrungen. Speleonautik ist die Befahrung der inneren Räume unserer Erde, der Grundwasserräume. Und die Technik dazu, die entwickle ich selbst, das gehört alles zusammen. Der neue Beruf fordert den ganzen Mann. Und ich denke doch, dass in 10, 20 Jahren ich nicht mehr alleine sein werde, auch aufgrund der Entdeckungen, die jetzt gemacht wurden. Nun sind Sie heute einer der wenigen und Ihr Werdegang geht ganz weit zurück in Ihre Jugend. Es ist mir gelungen, eine Tagebuchaufzeichnung von Ihnen einsehen zu dürfen. Ja. Sie haben sie nicht von mir. Das möchte ich nicht verraten, von wem ich sie habe. Jedenfalls stammt sie aus den Sommerferien 1954, da haben Sie geschrieben, langsam aber sicher komme ich auf den Geschmack. Wir gehen in folgende Höhlen, Steinernes Haus, Tulka-Höhle, Gutenberger Höhle, Leichinger Tiefenhöhle und so weiter. Und dann Ergebnis, ich bin angesteckt. Befund, Höhlenkrankheit oder kurz Höhlenverrückt. Wie ging es dann weiter? Die Schlüsselstelle war dann die Falkensteiner Höhle.
damals sind wir noch mit der Stallaterne über die Alp gewandert, so 13, 14 Jahre. Und die Falkensteiner Höhle war eine Höhle ohne Ende damals schon. Und die hat mich dann tatsächlich zum Höhlenbegeher gemacht, vornehm ausgedrückt, wenn man dann entsprechendes Wissen erworben hat, ist diese Bezeichnung auch richtig, zum Höhlenforscher im Laufe der Zeit. Denn die Falkensteiner Höhle ist eine Wasserhöhle, die hat Sperrstellen, wo man tauchen muss, wo man also ganz andere Ausrüstung braucht, die es damals noch nicht gab. Wir haben, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, wir haben hier was vorbereitet, einige Fotos, die Sie zeigen in früheren Stadien Ihrer Entwicklung als Höhlenforscher. Das ist, glaube ich, die Falkensteiner Höhle. Genau. Hier sehen wir also die erste Wasserstelle, nicht zu sehen, engstilles Türchen. Und hier schon eine Ausrüstung, die ich selbst zusammengebaut habe als 15-, 16-Jähriger. Wasserdichter, Trockentauchanzug, ein Helm, den ich gebaut habe. Und der es dann ermöglichte, diese Ausrüstung tiefer in die Falkensteiner Höhle reinzugehen. Ich glaube, da kommt das nächste Bild. Ja, wir können da. Gleich dieser Moment, 1959, habe ich als damals 18-Jähriger die Fortsetzung der Falkensteiner Höhle entdeckt. Als Taucher, als einer der ersten Sporttaucher, der in Höhlen ging. Und die unangenehmen Tauchstellen für die Bergsteiger, die damals die Höhlen erforschten, mit Freuden aufnahm, denn unter Wasser fühlte ich mich wohl. Seit dem 9. Lebensjahr hatte ich schon getaucht als Sporttaucher. Und das war also in der Falkensteiner Höhle noch eine Höhle, wo sowohl lufterfüllte Räume als auch Wasserstellen sie vor uns waren. Genau, und wesentlich, jawohl. Nun kommt hier wohl ein Stück Weiterentwicklung. Schon ein wesentlicher Sprung, 1967 und 69 das Bild aufgenommen, im Achtopf, wo die Donau, die bei Tuttlingen versickert, nach 20 bis 60 Stunden unterirdischem Lauf, 12 Kilometer südlich im Achtopf wieder erscheint. Und hier bin ich schon 1962 eingedrungen und habe im Laufe der Zeit die Höhle erforscht. Teilweise war sie die längste Unterwasserhöhle der Erde. Das wird dann für Ihre Karsttheorien auch schon eine Rolle spielen. Genau. Und hier, dieses Foto zeigt wieder Weiterentwicklung der Ausrüstung. Ja, 1970 war das. Ja, da habe ich dann in der Grotte La Balme in Südfrankreich einen Weltrekord aufgestellt, eine Weltbestleistung, muss man wohl sagen, weil die Konkurrenz ein bisschen schmal ist. Und da bin ich mit Rückenscooter, also mit Propellermotor, und mit Trockentauchanzug, mit Halogenscheinwerfern 78 Meter weit unter Wasser in den Berg hineingeflogen, sozusagen, Raumfahrt. Und das war wohl nicht Ihre einzige Weltbestleistung, es gibt ja mehrere, nicht? Es gibt auch einen Tieftauchrekord. Ja, es gibt also 4 Höhlenrekorde und einen absoluten Tieftauchrekord, also auch im Meer ist noch niemand tiefer getaucht, als ich in einer Höhle getaucht bin, 205 Meter. Das ist eine ganz andere Situation? Ja, zum Abschrecken, Sporttaucherausrüstung, könnten Sporttaucher sein. 3 Mann in einem Siphon, in diesen Schlammgründen, das ist ein Versuch, sich umzubringen. Auch dieser Tauchgang ging fast fehl. Ich habe mich da bereden lassen, ich mache das grundsätzlich nicht. In Höhlen muss man alleine tauchen, ganz im Gegensatz zu allem, was über Sporttauchen bekannt ist. Das nächste Bild zeigt Sie allein. Ja, mit einigen typischen Merkmalen. 2 Atemgeräte, mindestens 2 Atemgeräte. Die Leitrolle, wo der Ariadnefaden, dieser Edelstahldraht, sich abspult, an dem ich mich dann wieder zurücktaschte. Vielfache Beleuchtung. Ja, und Kompass sieht man hier auch, sehr wichtig. Und dann natürlich den Wärmeschutz, der für stundenlange Aufenthalte in Wasser bis zu 4 Grad nötig ist. Und da sind wir schon bei Ihrem Hauptobjekt, dem Blautopf. Ja. Bevor wir aber dahin kommen, wollen wir uns noch einen Film anschauen, der eine Parallelleistung zu dem am Anfang gezeigten Auftauchen in einer wassererfüllten, in einer lufterfüllten Höhle zeigt. Das war die Rienquelle. Ja, da sind wir schon in den Schweizer Alpen. Im Dezember, außen Stein und Bein, minus 15 Grad. Erreichbar über eine Seilbahn, die meine Zürcher Freunde gebaut haben. Und hier teste ich schon die Ausrüstung. Insgesamt wanke ich jetzt mit 150 Kilo Gesamtgewicht die Leiter hinunter in das Wasser von 4 Grad. Das war also von den Außenumständen außerordentlich, das Unternehmen. Und trotzdem führte es zum längsten Vorstoß, der bis dahin in der Geschichte der Höhlenforschung durchgeführt wurde. Und den habe ich gleichzeitig gefilmt mit Helmkameras, sodass wir jetzt live erleben können, was da passiert. Vor 10 Jahren hat sich das abgespielt. Mit 3 Atemgeräten sinke ich unter Wasser. Das Wasser ist kristallklar. Die Wände, die Gänge sind gezeichnet vom Hochwasserstrom.
hier das Abrollen des Sicherungsdrahtes schon bei 800 Meter vom Handgelenk mit der Super 8 Kamera aufgenommen. Ja, und dann habe ich rumgeschaut. Habe ich also gesehen, dass der alte Gang, wo ich vor 3 Jahren drin war, dass der geradeaus führt. Und rechts nach oben war so eine Empore. Bin ich hochgetaucht. Noch 50 Meter weiter. Und dann kamen Luftblasen entgegen. 20 Meter weiter konnte ich auftauchen. Unterirdischer Fluss, Wasserfälle, alles da. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Aber immer wieder gilt es, Neuland zu entdecken. Das ist ein durchgehender Zug in Ihrem Wesen. Und jetzt möchte ich Sie nochmal mit einer Tagebuchaufzeichnung von früher konfrontieren. Ich folge dem verführerischen Locken des Weiterentdeckens, Weitervorstoßens. Das Dunkel lockt, das Abenteuer hält mich gefangen. Abenteuer also. Und ich werde mir bewusst, wie allein ich bin, wie abgeschnürt von allen Menschen. Ich fühle die Einsamkeit, ich glaube, sie geradezu einzuatmen. Und ich freue mich daran. Sind das wirklich Schlüsselsätze für Sie, für Ihr Wesen? Naja, das sind frühe Worte. Das hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt, aber im Prinzip freue ich mich, etwas Außergewöhnliches, wie jeder Mensch sich freuen würde, zu erleben. Und fern von aller Zerstreuung an der Erdoberfläche intensiv zu leben. Das Leben ist kurz. Wir sind nur kurze Zeit auf diesem Planeten, wenn man so sagen darf. Und wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich Dinge zu sehen, die noch kein Mensch vorher gesehen hat, dann ist die Konzentration auf die Sache natürlich eine ganz andere. Konzentration auf die Sache, allein sein, das ist auch ein durchgängiger Wesenszug. Sie verlassen sich auf niemand. Darf ich nicht. Ich muss unter Wasser allein sein. Und ich habe auch schon mit 7 Jahren angefangen, Schach zu spielen und dann als Langstreckenläufer. Da war ich auch immer alleine. Das hat sich gezeigt, dass diese große Umgebung, die man hat mit dem Atemgerät und diesen außergewöhnlichen Situationen, nur durch einen langen Lernvorgang in den Griff zu bekommen sind. Und lernen kann man auch nur alleine. Daher entwickelte sich die Sache sehr organisch, muss ich sagen. Und die Atemgeräte, die Sie entwickelt haben, haben ja auch eine längere Entwicklung hinter sich. Vielleicht sollten wir uns ein paar anschauen da. Das ist ja alles nicht neu. Sie haben sehr lange daran gearbeitet. Ja, das ist also mein Spielzeug von 1968 gebaut, 1969 erstmals eingesetzt im Blautopf, um dort weiterzukommen, ein Propellermotor auf Hochdruckflaschen. Das waren die ersten Flaschen mit 300 Bar in Deutschland. Glasfaser ummantelt, wie sie heute in den USA angeboten werden. Natürlich auch geprüft, hydraulisch auf 900 Bar, ob der Druck hält. Und der Propellermotor hat mich also geschoben. Statt einem Bleigürtel habe ich einen Bleiakku verwendet am Gürtel und bin dann schwerelos durch diese Räume ins Bergesinnere geflogen, mit einem starken Scheinwerfer in der Hand. Das war also ein traumhaftes Erlebnis und ich muss sagen, diesen Eindruck, wie ich ihn damals gehabt habe, dieses Fliegen in den Untergrund, das habe ich nachher nicht mehr so stark gehabt. Wir werden es nachher trotzdem zu sehen bekommen, liebe Zuschauer. Wir haben noch Spezialitäten für Sie. Jetzt hier noch die weiteren Arten. Die logische Weiterentwicklung, 300 Bar Technik, um mehr Luft in den Flaschen zu haben, 3 mal 15 Liter, 45 Liter Flaschenvolumen, also mehr als die doppelte Gasmenge. Und 3 Atemgeräte. Die psychologische Sicherheit gegen den Ausfall eines Atemgerätes, in dem ja absolut das Leben hängt, ist hier nochmal gewaltig gewachsen. Und mit diesem Atemgerät bin ich dann schon auf 550 Meter im Blautopf gekommen. Das war also 1972, 73. Und 10 Jahre später gab es die Möglichkeit, auch die ersten Bilder, die ersten laufenden Bilder aus dem Blautopf mitzubringen, dank Ihrer Spezialkamera. Ja, das ist also ein Unikat. Man könnte auch sagen, ein Unikum, ne? Je nachdem. Von mir gebastelt, gebaut, entwickelt, designt, sagt man da heute dazu, nicht wahr? Ja. Sieht also wild aus. Das ist hier eine Deichsel, ein Kommandobrett, Kamera ein, Kamera aus, die starken Scheinwerfer, Rundumlicht, Breitstrahler und Fernlicht. Und wie bedienen Sie die Kamera? Das Ganze ziehe ich hinter mir her. Hier ziehe ich die Kamera nach, an der Deichsel folgt mir die Kamera. Hier die 16 mm Bolex-Kamera, eine ganz einfache, robuste Geschichte. Dazu habe ich gebaut ein koaxiales Magazin mit 300 Meter Film. Alles schön kompakt zusammen. Und damit das kompakt zusammenbleibt, habe ich kein Panzergehäuse gebaut, das dem Druck standhält, sondern ein Plexiglas-Aquarium, wie man hier sieht. Und das wurde ja aber durch den Druck...